Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks ohne Gameplay, denn Wargaming hat gestern am 9.4. eine News veröffentlicht, über die wir durchaus mal quatschen können, die ich euch ein bisschen näher bringen will und die auf jeden Fall ganz interessant ist, denn sie setzen jetzt die Änderungen, die sie beim WG-Fest angekündigt haben, was die Premium-Spielzeit angeht, setzen sie jetzt um. Mit dem kommenden Patch 1.5 soll es grundlegende Änderungen am Premium-Konto geben. Das Ganze hat Wargaming auch nochmal im Artikel zusammengefasst, der wie gesagt gestern am 9.4. live gegangen ist. Den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung und wir fangen einfach mal an, uns das Ganze anzuschauen, was jetzt passieren soll. Das Wichtigste schreibt Wargaming direkt vorneweg: die Preise bleiben gleich. Das Premium-Konto wird nicht mehr kosten, es wird sich nur verändern, es wird aber mehr bieten. Allerdings unter einer gewissen Bedingung, denn das Ganze wird jetzt aufgesplittet. Es wird ab dem Patch 1.5 zwei verschiedene Versionen des Premium-Kontos geben. Das bisherige Premium-Konto, so wie wir es kennen, nennen sie hier jetzt Standard-Premium-Konto, gilt ja auch für Warships und für Warplanes, nicht nur für World of Tanks. Das bleibt so bestehen mit den Boni, die wir auch kennen. Das heißt, 50% mehr Credits für jedes Gefecht, 50% mehr XP und 50% mehr Crew XP. Das bleibt gleich. Auch die Gültigkeit für diese drei Spiele. Was Wargaming jetzt macht, ist, sie führen ein zweites Premium-Konto ein, das WOT-Premium-Konto, was erstmal die Boni des Standard-Premium-Kontos beinhaltet, allerdings nur begrenzt auf World of Tanks. Das heißt, wenn ihr eh nur World of Tanks spielt, ist diese Art des Premium-Kontos auf jeden Fall die bessere für euch, denn es bietet euch für World of Tanks gesehen noch mehr Boni über diese 50% mehr Credits XP und Crew XP hinaus an. Wenn ihr allerdings auch die anderen Titel spielt, wie Warplanes oder Warships, dann müsst ihr ein bisschen überlegen, was für euch die bessere Variante der beiden ist. Also, World of Tanks Premium Konto ab 1.5 zum gleichen Preis wie das bisherige Standard Premium Konto mit den gleichen Boni, allerdings nur auf World of Tanks begrenzt. Und was ist jetzt noch zusätzlich darin enthalten? Das finden wir hier. Das erste sind anwendbare Erfahrungspunkte-Modifikatoren. Das liest sich ein bisschen kryptisch. Im Grunde bedeutet das nichts anderes, dass ihr die Möglichkeit habt, nach dem Gefecht noch einen XP-Booster quasi anwenden zu können. Das hat den extrem geilen Vorteil, dass man gute Runden auch nochmal mit einem XP-Bonus belegen kann. Wargaming redet hier von einem Dreifach-Modifikator. Das Ganze, wie gesagt, nach dem Gefecht anwendbar. Sie schreiben auch hier mehrmals täglich, also nicht nur einmal wie beim Tagessieg. Und es ist aber mit dem Tagessieg kombinierbar. Das heißt, ihr könnt also den Tagessieg auf 5-fach und nicht nur auf 2-fach XP hochbringen. Das ist also schon mal ziemlich cool. Das nächste Feature, was es geben wird in diesem WOT-Premium-Konto, ist die Eiserne Reserve. Das ist im Grunde ein Credit-Booster, den es in jedem Gefecht nochmal, oder ein Credit-Bonus, den es nochmal gibt. Ihr erhaltet nochmal 10% extra zu den eh schon 50%, die ihr bekommt. Aber diese 10% wandern in eine Art Tresor, in die Eiserne Reserve. In diesem Tresor könnt ihr in jeder Woche bis zu 750.000 Credits sammeln. Und am Ende der Woche werden diese Credits automatisch auf euer Konto quasi ausgezahlt. Der dritte Punkt: tägliche Aufträge, das sind im Grunde so, ich habe es so verstanden, als zufällig generierte Aufträge, in denen ihr Credits, Anleihen, XP bekommen könnt. Wargaming selber spricht ja davon, dass die Aufträge nicht allzu schwer sein sollen. Ich bin gespannt, wie sich das darstellt. Und der vierte Punkt, der neu dazukommt, ist der Platoon-Bonus. Der wird erstmal unabhängig vom Premium-Konto überarbeitet. Bisher ist der Platoon-Bonus ja so, dass er abhängig von der Tierstufe ist und teilweise auch abhängig davon, ob ihr gewinnt oder verliert. Das wird jetzt generell geändert.
Wenn ihr im Platoon fahrt, erhaltet ihr egal welche Tierstufe oder ob ihr gewinnt oder verliert, immer 15% Bonus als Erfahrungspunkte. Das ist unabhängig von dem neuen Premium-Konto, das gilt für alle Spieler. Allerdings, wenn ihr einen Spieler im Platoon habt, der dieses neue World of Tanks Premium-Konto hat, dann erhält dieser Spieler 15% Credits dazu und alle anderen, die auch im Platoon sind, aber vielleicht nicht dieses Premium-Konto haben, erhalten 10% an Credit-Punkten nochmal extra obendrauf. Also sucht euch Freunde, die ein Premium-Konto haben. Ihr profitiert auch davon, wenn ihr das nicht habt. So, hier nochmal die Übersicht. Das alte Standard-Konto, das alte Standard-Premium-Konto geht im Grunde weiter. Gilt auch weiterhin für die anderen Plattformen. Allerdings erhaltet ihr dort nicht den Bonus, den das World of Tanks Konto, Premium Konto hat. Das ist ja ein bisschen komisch dargestellt, weil ich denke auch, dass das normale Standardkonto auch weiter mit für Tanks gilt. Eigentlich fehlt hier das Tanks-Symbol. Allerdings erhaltet ihr nicht halt diese 4 Boni in dem Standard Premium Konto, sondern das erhaltet ihr halt nur in dem World of Tanks Premium Konto, was aber dann auch nur auf Tanks begrenzt ist. Also es werden quasi profitieren die Spieler davon, die halt auch nur Tanks spielen. Aber es gibt noch einen letzten Punkt, der auch interessant sein könnte. Denn Wargaming hat ja auch vor ein paar Tagen erst angekündigt, hier am 4.4., dass auch mit Patch 1.5 soll das, glaube ich, kommen. Ja, hier steht's, dass man Karten ausschließen kann, die man nicht spielen will. Also Karten ist eigentlich falsch, sondern eine Karte. Ihr könnt ab 1.5 eine Karte, die ihr nicht spielen wollt, ausschließen. Ich packe euch den Artikel auch nochmal in die Videobeschreibung. Darauf möchte ich jetzt erstmal nicht weiter eingehen, weil da gibt es auch noch ein paar Bedingungen, aber die sind erstmal egal. Mit dem neuen Premium-Konto für World of Tanks soll es dann so sein, dass ihr die Möglichkeit habt, 2 Karten auszuschließen. Also das ist auch nochmal ein Bonus oder ein Vorteil, der ganz interessant sein könnte. Denn das, gerade wenn ich jetzt dran denke, dass ich E25 3 Marken will, dann kann ich nämlich 2 Startkarten ausschließen als nicht nur eine. Das kann ziemlich, ziemlich entscheidend sein. Ansonsten, was ist noch weiter wichtig? Wie gesagt, die Preise bleiben gleich. Es wird aber so sein, dass das World of Tanks Premium Konto ingame für Gold erhältlich sein wird. Es geht aus dem Artikel nicht heraus, ob es auch für Echtgeld zu kaufen sein wird. Ich habe auch bis zur Produktion oder Aufnahme des Videos hier keine Antwort von dem Wargaming erhalten, also von unseren Ansprechpartnern. Ich interpretiere das so, es ist so formuliert, dass man es auch für Geld kaufen kann. Es steht, wie gesagt, nicht richtig drin. Allerdings das alte und dann umbenannte in Wargaming Premium Konto, was also für alle 3 Spiele gilt, kann man ab diesem Zeitpunkt nur noch im Premium Shop für Echtgeld kaufen und nicht mehr ingame für Gold. Und jetzt sehe ich schon die großen Fragezeichen über euren Köpfen. Na, was ist denn, wenn ich jetzt schon ein Premium-Konto habe? Alles kein Problem. Wenn ihr ein Premium-Konto habt, was auch über diese 1.5 Veröffentlichungszeitpunkt hinausgeht, dann wird ab Veröffentlichung von 1.5 euch die restliche Zeit auch nochmal als World of Tanks Premium-Konto gutgeschrieben. Ihr habt dann also für die laufende Zeit quasi beide Premium-Konten. Einmal das alte für alle 3 Plattformen und parallel auch noch die Boni von dem neuen Konto. Also keine Angst für alle, die jetzt gerade ein Jahr Premium gekauft haben. Ihr habt sogar einen Vorteil davon, weil ihr in dieser Zeit auch noch quasi vom alten und vom neuen profitiert. Wenn ihr dann später halt euch entscheiden müsst, dann müsst ihr halt eins der beiden kaufen. Ihr könnt auch beides kaufen, aber dann müsst ihr halt auch beides bezahlen, ne? Also das ist ein bisschen tricky. Was Wargaming außerdem macht, sie bieten eine sogenannte Übergangsfrist an, bei dem man sich, ich lese es einfach mal vor, während dieser Frist schreiben wir euch automatisch das WOT-Premium-Konto gut, egal wo ihr das Standard-Premium-Konto gekauft oder erhalten habt. Das heißt, ihr kauft das Standard-Premium-Konto bei Warships, dann habt ihr auch, so interpretiere ich diesen Artikel, auch in dieser Übergangsfrist das World of Tanks Premium Konto. Allerdings steht hier nicht da, wie lange diese Frist
gilt. Ansonsten, hier unten sind auch noch ein paar Fragen, so FAQ-Fragen aufgelistet. Die kann man sich auch noch mal durchaus durchlesen. Da sind so ein paar Sachen beantwortet. Der Zugbonus zum Beispiel gilt nicht für dynamische Züge. Gut, muss man wissen, macht auch Sinn. Ansonsten wird es halt einfach missbraucht, sage ich mal. Hier steht nochmal, dass man beide Konten haben. Grundlegend finde ich das Ganze ganz cool, was Wargaming da macht. Also ich zumindest, ich persönlich, ich profitiere davon, denn ich spiele kein Warships und ich spiele auch kein Warplanes. Von daher werde ich in Zukunft natürlich mir das World of Tanks Premium Konto kaufen, wenn ich wieder mal kaufen muss. Im Moment habe ich noch genug Premium Tage. Für Leute von euch, die natürlich mehrere Wargaming-Titel spielen, wird es schwierig. Grundlegend glaube ich aber, dass die allermeisten oder sehr, sehr viele sich auf ein Spiel der Reihe, also entweder, ich denke mal, Warships oder Tanks konzentriert. Und deswegen halt, bei Warships gibt es das ja mittlerweile auch schon ein bisschen länger, diese Überarbeitung des Premium-Kontos, dann doch eher auf dieses spezifische Premium-Konto zurückgreifen werden, weil sie einfach ein Hauptspiel haben. Und wenn man dann doch mal sich entscheidet, für eine Woche das andere Spiel zu spielen, dann kauft man sich halt für die Woche irgendwie die Premium-Spielzeit. Mich interessiert es einfach mal, wie ist eure Meinung dazu? Ich finde es eigentlich eine ganz coole Veränderung. Ich freue mich darauf, vor allen Dingen auf die zusätzlichen Boni, die ins Spiel kommen. Also ich denke da vor allen Dingen an diesen flexiblen XP-Bonus, den man halt nach dem Gefecht anwenden kann. Das finde ich echt richtig, richtig geil. Diese eiserne Reserve, ja, die interessiert mich jetzt nicht so sehr, muss ich sagen. Ich habe genug Credits, aber für alle anderen kann das durchaus auch relevant sein. Das Ganze könnt ihr auch auf dem Testserver, der höchstwahrscheinlich demnächst für die Version 1.5 losgeht, schon mal testen. Wargaming formuliert es ja auch so ein bisschen, dass da durchaus noch ein paar kleine Änderungen kommen können. Wir kennen das ja mit Testserver-Sachen. Aber ich denke mal, wenn sie das jetzt so groß hier schon ankündigen, wird das auch in dem Maße so kommen. Da werden sich vielleicht ein paar Prozente irgendwo nochmal eventuell ändern. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Wargaming das jetzt grundlegend nochmal überarbeitet. Sie lassen sich aber auch im Video es offen, auch in Zukunft Änderungen am Premium-Konto vorzunehmen, wenn sie einfach merken, dass Spieler vielleicht was cooler finden, vielleicht ein Feature besser finden würden und dafür vielleicht ein anderes wieder rausnehmen aus dem Premium-Konto. Das lassen sie offen. Ist halt Wargaming, kennen wir halt so, finde ich jetzt in dem Punkt auch nicht so schlecht. Wenn es euch immer gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Wie gesagt, schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung zu diesen geplanten Änderungen in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.